Wunderschönen guten Abend oder guten Nachmittag. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Vereins Musik in Brandenburgischen Schlössern und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Die, die vielleicht schon mal hier waren, werden sich vielleicht ein bisschen wundern, warum heute so beleuchtet ist und warum wir so ein paar technische Instrumente hier haben. Wir sind ganz stolz, wir werden heute dieses Konzert live sozusagen im Netz auch streamen, wie das Neudeutsch heißt. Sie sind davon nicht betroffen, außer dass es vielleicht hier ein bisschen hell ist, aber ich hoffe, das stört Sie nicht weiter. Denn wir haben natürlich darauf geachtet, dass irgendwelche Rechte und Persönlichkeitsrechte nicht beeinschränkt sind. Wir freuen uns, wie gesagt, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben heute ein ganz, ganz tolles und außergewöhnlich schönes Konzert vor uns. Wie Sie vielleicht wissen, der Verein Musik in Brandenburgischen Schlössern hatte sich ja zur Aufgabe gemacht, in außergewöhnlichen Spielstätten, so wie hier in diesem wunderschönen Aurora-Saal im Barockschloss Köpenick, seine Konzerte durchzuführen. Wir spielen ja unter anderem, wie Sie vielleicht auch wissen, im Bode-Museum Konzerte oder führen dort Konzerte auf. Auch jetzt seit einem Jahr im Neuen Palais, im Schlosstheater Neues Palais in Potsdam. Sodass wir also doch eine relativ umfangreiche, größere Anzahl von Spielstätten haben. Immer mit dem bisschen Blick darauf, dass es was Besonderes ist, wo auch unsere Künstler auftreten können. Also wen es sozusagen mal aus Köpenick hinauszieht und in die weite Welt hinauszieht, also bis nach Potsdam, bis nach Zehlenick. Wir spielen auch im Moment in der Schlossruine Zehlenick, beziehungsweise dort im Klostergarten, beziehungsweise in der Klosterscheune jetzt im Winter in Zehlenick haben wir Konzerte. Und wir haben das große Glück, dass wir wirklich immer wieder außergewöhnliche Künstler auch bei uns haben, die eben für uns spielen. So hat heute die Künstlerin Chuang Yu uns die Ehre gegeben, heute bei uns zu spielen. Sie ist wirklich eine begnadete Pianistin, hat bereits mit 10 Jahren schon Wettbewerbe in ihrem Heimatland Korea gewonnen und hat auch viele internationale Preise eingeheimst schon. Und sie gilt als eine der ganz herausragenden Pianistinnen, vor allen Dingen auch für den Konzertzyklus von Chopin, den sie heute uns sozusagen darstellen wird. Sie ist halt, wie gesagt, Preisträgerin vieler internationaler Wettbewerbe schon gewesen, gibt Soloabende in Europa und in Asien und auch ihr haben wir es zu verdanken, dass wir heute für ihre Fangemeinschaft, wahrscheinlich sogar bis nach Korea, heute dieses Konzert sozusagen live ausstrahlen dürfen. Vielleicht noch zu dem, was wir heute spielen. Wir werden Frédéric Chopin spielen. Wie Sie sicherlich wissen, ist dieser polnische Komponist auch ein begnadeter Komponist seiner Zeit gewesen, der viel mit natürlich Salonmusik ganz bekannt geworden ist. Und wir haben heute die Ballade Nummer 1 von G-Moll, die wir spielen, den Walzer AS-Dur Opus 42, die Noctume C-Moll und die Klaviersonate Nummer 2 Opus 35, die wir Ihnen heute darstellen wollen. Und das Konzert wird ungefähr eine Stunde dauern. Wir werden keine Pause machen. Das ist ein bisschen auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir erstens hier ein bisschen Schwierigkeiten haben, Catering zu machen. Aber im Moment ist es sowieso schwierig wegen der Corona-Situation. Ist halt das mit dem Catern und den Pausen immer ein bisschen problematisch. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass Sie einen wunderschönen Konzertnachmittag genießen werden. Und ich darf Sie bitten, nochmal darauf zu achten, dass Sie bitte Ihre Handys ausschalten. Einmal mehr, dass es natürlich die Künstlerin nicht stört, aber auch damit wir sozusagen, wenn wir schon in Korea unser Konzert streamen, dass dort es auch keine Störung gibt. Dann freue ich mich mit Ihnen auf ein wunderschönes Konzert unserer Künstlerin. Und ja, genießen Sie es. Und wenn Sie, ach so, dann vielleicht noch eins ganz kurz gesagt. Der Applaus ist ja sozusagen immer das, was der Künstler zum Leben braucht, aber natürlich braucht der Künstler zum Leben auch immer mal ein bisschen Geld und die Künstlerin hat schon bereits mehrere CDs aufgenommen, also nach dem Konzert, deswegen haben wir uns dazu entschieden, das erst nach dem Konzert zu machen. Wenn Sie also überzeugt waren, dass es eine herausragende Künstlerin ist und dass Ihnen das Konzert gefallen ist, Sie können hinterher gerne auch noch CDs von der Künstlerin erwerben. Wir sind nachher draußen noch und verkaufen Ihnen gerne noch sozusagen für die Künstlerin im Namen der Künstlerin die CD. Ansonsten, ja, ein wunderschönes Konzert für Sie und haben Sie einen schönen Nachmittag.
Thank you.
Thank you.
Thank you.